In der Landwirtschaft ist Lohnarbeit gang und gäbe. Manuel Gappmeier ist ein landwirtschaftlicher Tausendsasser. Die einschlägige Berufsausbildung, seine Erfahrung aus dem elterlichen Betrieb und einige Jahre im Ausland machen ihn zum landwirtschaftlichen Servicemann. Seine Dienste bietet er ganz bewusst als Lohnarbeiter an. Warum er das macht, wir haben nachgefragt. Gewerbliche Dienstleister führen unter anderem auch Lohnarbeiten für land- und forstwirtschaftliche Betriebe durch. Lohnarbeit bezeichnet abhängige menschliche Arbeit gegen Geld. Auch Manuel Gappmeier erledigt diverse Arbeiten. Ja, angefangen hat es eigentlich so. Also wir haben einen Mutterkuhbetrieb daheim und eigentlich mein Onkel führt den. Und er hat eigentlich, ja, ich sage mal, in den 90er Jahren schon mit so Lohnarbeiten für andere angefangen, mit Rumpelpressen. Da ist eigentlich alles losgegangen. Deswegen war eigentlich bei mir das auch schon von klein auf drei. Landwirtschaft sowieso und auch mit den Maschinen. Ich habe dann 2011 in Oberösterreich aus bei einem Unternehmer die Ausbildung gemacht zum Landmaschinenmechaniker und war in den letzten Jahren viel in Ausland unterwegs. USA, Kanada, Lettland, Ackerbaubetriebe, Lohnunternehmer sowohl als auch. Ja, die letzten Jahre habe ich angefangen, die erste Maschine gekauft und dann war ich ja, ein logischer Schritt der Kleingewerbe umwählen. Und ja, so ist es entstanden. War Holzarbeit früher oft ein Kraftakt, so wird sie heute durch moderne Maschinen erleichtert. Das normale Holzspalten ist halt körperlich anstrengend und vor allem auch zeitaufwendig. Und mit der Maschine ja, geht es halt bedeutend leichter und vor allem auch schneller. Bei uns ist halt der Vorteil, dass wir eigentlich alle Maschinen daheim selber auch brauchen. Das ist aber nicht bei allen Betrieben der Fall. Weil ich sage mal, so ein Motormäher mit Mulcher rendiert sich nicht bei jedem Betrieb. Und deswegen gibt es eigentlich ja, die Lohnunternehmer, die eigentlich die Maschine überbetrieblich einsetzen. Und ja, dadurch die Bauern Kosten sparen helfen und die eigene Maschine auch dann besser finanziert kriegen, sage ich mal. Oder ausgelost vor allem. Mulchen ist ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Bodenfruchtbarkeit. Der Riesenvorteil von dem Gerät ist eigentlich die extreme Hangtauglichkeit. Also ich sage mal, die Fläche, wo wir jetzt gefahren sind, ist für das Gerät eigentlich eh noch im Verhältnis flach. Also da geht es eigentlich noch viel steiler. Und je steiler, desto schwieriger zum Fahren. Und ich sage mal, mit dem Traktor, jeder, der schon mal in Riegel angefahren ist, der weiß, dass es geht viel, aber irgendwann ist ja die Grenze erreicht. Und mit dem Gerät fährst du noch mal ein Stückchen weiter. Und was da auch ein Grund ist, warum wir es mit dem Gerät gemacht haben, es hat in den letzten Tagen sehr viel Niederschlag gegeben. Der Boden ist weich und mit dem Gerät, das hat ungefähr ein Gewicht von 500 Kilo circa, das bringt es mit keinem Traktor zusammen. Und deswegen ist er extrem bodenschonend. Eine enge Abstimmung und zeitliche Koordination ist unverzichtbar. Denn gerade in Stoßzeiten, Sommer wie Winter oder auch wetterbedingt, müssen Arbeiten auch am Wochenende erledigt werden.